Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich so. Wir haben Donnerstag, 9. Woche, Fortnite Kapitel 3, Saison 4. Und die nächsten wöchentlichen Aufträge sind da. Wir müssen eine legendäre Waffe von einem eliminierten Spieler erbeuten, ein Fahrzeug in einen Chrom-Vortex fahren und darin 10 Sekunden herumfliegen, Gegnern Schaden mit einer schallgedämpften Maschinenpistole zufügen. Mit einem Schuss 250 Meter mit dem Hängegleiter gleiten. Ein leuchtendes Beutetier jagen. Den Vorratsrufer benutzen, um ein Fahrzeug herbeizurufen. Und ein Emote außerhalb von Baro-Kumpels Bunker einsetzen. Ja, was Neues ist dieser Vorratsrufer, den gibt es ja seit ein paar Tagen. Den Hängegreifer, der ist ja auch relativ neu wieder reingekommen. Alles andere, ich denke mal, ist ein alter Hut. Das könnte schwierig werden. Legendäre Waffe, ein eliminierter Spieler. Letztes Mal gab es ja Waffen einsammeln von eliminierten Spielern. Und Chrom Vortex, 10 Sekunden rumfliegen, müsste funktionieren. Gab es ja letztens auch schon, dass man sich in einem Fahrzeug verchromen lassen musste. Und der Rest, denke ich mal, hier, ja, ist alter Hut. Leuchtendes Beutetier sind die wilden Tiere, die so ein bisschen unter, ich sag mal, Droge stehen. Die leuchten der Violett, das dürfte alles kein Problem sein. Dann mal los. Ja, Brudi, komm. Bleib locker. Ganz locker bleiben, mein Freund. Ich hoffe, ich komme da mit den dicken Reifen rüber, ohne abzusaufen. Dann ab in den Vortex und 10 Meter fliegen. Komm rein jetzt. Meter. Muss doch reichen, 10 Meter, oder? So, ist das erledigt im Vortex. Ja, perfekt. So, dann liegt sie am Boden hier. Egal, ob du ein Bock bist oder nicht, mich tötest. Ich will jetzt hier meine blöden Herausforderungen machen. Fertig aus. Du blödes. So, mit dem Pömpler. Gleite mit einem Schuss. Mit dem Hänge. Ach, so ein Schuss. Alles klar. Gott. Auch noch besser. Ist ja noch einfacher. Komm hier. Ja, komm. Ja, dann mach jetzt mal einen Schuss hier. Das da rein, erzähl das mal. Ich würde mal als einen Schuss zählen, ja, da? Ich hoffe, das zählt. Na, wie war 250 Meter locker mit einem Schuss. Das war nur ein Schuss. Doch, zählt perfekt. Einfach geht doch nicht. Gott. Mal gucken, was ich noch machen muss. Das habe ich wieder vergessen. Ach so, bei Dings, bei Baro-Kumpel tanzen kann ich nicht mehr. Ich mal kurz. Ich hier kurz mal in das Gebüsch. Vortex habe ich mal 52 Millionen Handy Schaden. Da steht das so eine Baro-Kumpel. Baurats-Ruber, den muss ich natürlich finden. Das Ding ist auch kein Vorratsrufer. Wie gesagt, ich hatte natürlich super mal einen gefunden, aber da gab es die Herausforderung noch nicht. Da ist einer, perfekt. Komm, dann nehmen wir noch mal und rufen mal ein Fahrzeug. Ey, ich will ein Fahrzeug. Hallo? Sag mal. Jetzt. Ja, perfekt. Kommt jetzt ein Auto runter oder sonst was? Da wäre das auch schon mal erledigt. Perfekt, was kommt jetzt runter? Was droppt er mir jetzt? Und gerade so ein verfluchtes Tier habe ich doch auch gesehen, da oben. Bist du verflucht? Nee, war nicht verflucht, oder? Das leuchtende Tier, keine Ahnung. Hä?
So, diesmal noch hältst du eine goldene Waffe. Guck mal her. Zack. Schon erledigt. Guten Tag. So, mir fehlt ja noch aus Woche 9 das Emote hier bei Baukumpel. Soll ich noch schnell erledigen. Denn morgen beginnt schon die 10. Woche. Herausforderung. So, außerhalb des Bunkers, der Typ wohnt hier unten. Zählt das? Ich kann natürlich auch unten nochmal reingehen, das hat glaube ich nicht gezählt. So, also man muss hier unten sein, Gott. Wieder meine Waffe eigentlich so komisch hier, epic wieder. Bist du leuchtend? Du bist leuchtend. Ja, perfekt, erledigt. Och, sind ja schneller als gedacht. Super. Damit ist die 9. Woche auch erledigt. Ach, und ich habe sogar noch ein leuchtendes Beutehuhn. So, schnell mal geschaut. Ja, perfekt. Damit wären die wöchentlichen Aufträge der Woche 9 abgeschlossen. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.